Spencer. Keine Kinoversion von Hallo Spencer, sondern ein Film über Lady Di. Allerdings einer, den man zuordnen muss, denn wir haben es hier nicht mit einer Biografie zu tun, sondern einem Film, der selber im Vorspann sagt, er sei eine Fabel, die auf einer wahren Tragödie beruht. Und der Film spielt gerade mal an drei Tagen, nämlich den Weihnachtstagen des Jahres 1991, in denen Lady Di am Weihnachtsfest der britischen Königsfamilie auf einem Landsitz teilnimmt. Was da wirklich passiert ist, kann ja eigentlich keiner sagen, der nicht dabei war. Und schon allein deswegen befinden wir uns bei dem Film permanent im Land der Vermutungen. Aber es geht auch gar nicht darum, eine Geschichte zu erzählen. Der einzige Haken für mich an der ganzen Sache ist, der Film setzt voraus, zumindest für mich, dass ich weiß, wer Lady Di ist und in was für Umständen sie an diesem Zeitpunkt ihres Lebens ist. Und das kann ich nun mal nicht liefern. Ich weiß natürlich, wer die Frau war. Ich weiß, wie es leider mit ihr geendet ist. Und ich habe auch Anfang der 90er das ein oder andere Mal Nachrichten oder Boulevardblätter oder was weiß ich von ihr mitbekommen. Aber wenn ich jetzt hier im Film wirklich explizit wissen muss, was ist genau der Stand der Dinge an dieser Stelle? Zum Beispiel höre ich niemals den Namen Dodi Al-Fayed. Aber wenn ich das nicht wirklich parat habe und den Film jetzt gucken würde, ohne zu wissen, wer ist das, was hat es mit dieser Person auf sich, würde ich sagen, ich schaue einen Film über eine emotional instabile Frau. So sehe ich aber einen Film, der eben dieses Weihnachtsfest der Familie auf diesem Landsitz abbildet, wobei das nichts mit Feierlichkeiten und Fest zu tun hat. Es sind Traditionen, es sind Regeln und die sind so weit festgelegt, dass selbst für jeden Anlass Klamotten parat liegen. Timothy Spall spielt einen Aufseher, der quasi mit militärischem Drill alle Abläufe koordiniert. Das Schloss, auf dem es passiert, wirkt beengend, unangenehm, unwohl. Und auch wenn hier die unfassbarsten Speisen kredenzt werden, die auch episch präsentiert werden, das ist nichts Angenehmes. Der gesamte Film strahlt ein großes Unbehagen aus und das ist auch der Sinn und Zweck. Ich selber habe mich daran erinnert gefühlt, ich habe auch schon an Hochzeiten teilgenommen, wo ich nicht wirklich willkommen war oder Probleme mit anderen Gästen habe und den eigentlich dort ablaufenden Anlass als sehr unangenehm empfunden habe und dieses Gefühl erlebe ich hier in 2 Stunden. Des Weiteren kriege ich Lady Di vorgeführt als eine Person, die sich in einer emotionalen Krise befindet, die in einem lieblosen, widerlichen Umfeld gefangen ist und nach einer Möglichkeit sucht, aus diesen Belangen, aus diesen Einschränkungen und aus dem, was ihre Rolle ihr aufdiktiert, auszubrechen. Dabei vermischen sich allerdings Fantasie und Realität und stellenweise ist es auch bewusst nicht so klar gehalten, was ist. Und zum Beispiel eine Sequenz, da geht sie zu einem angrenzenden Haus, in dem sie mal gewohnt hat, und dann vermischt sich das mit dem, was sie gerade macht, mit Rückblenden und mit Fantasien und Träumen und sonstiges. Das läuft fließend ineinander über. Und so, dass man am Ende nicht wirklich eine kontinuierlich erzählte Geschichte hat. Man hat schon den wesentlichen Ablauf, was da passiert, aber es geht vorrangig darum, die wankelnde, emotionale Seite von Lady Di an diesem Film darzustellen. Wobei ich nochmal betone, es ist diese filmische Version, die hier präsentiert wird, aber, und das ist das große Ausrufezeichen, es gibt ja manchmal Filme, wo man einen Darsteller hat, der so hervorgehoben wird mit, boah, der Film lohnt sich allein für diese Person und hervorragend und was weiß ich. Und das hier ist ein solcher. Denn wer auch immer noch heutzutage Kirsten Stewart mit Twilight oder sonstigen Werken in Verbindung bringt, kann nach diesem Film nie wieder an so etwas denken, weil das ist für mich eine Oscar-reife Darstellung. Und auch wenn die Person, die sie hier spielt, nicht greifbar ist für mich oder ich jetzt nicht nach diesem Film das Gefühl habe, Lady Di besser zu kennen, als ich es vorher tat, diese Darstellung, wie Kirsten Stewart in dieser Rolle verschwindet und da eine solche Präsenz hat, das kann ich gar nicht näher beschreiben. Ich kann halt den Kontrast zu der realen Person nicht genau finden. Es gibt ganz zu Beginn eine Stelle, da hat sie sich verfahren und fragt nach dem Weg und so wie sie da mit den Leuten spricht, das wirkt wie ein kleines Mädchen. Und die späteren Abläufe, in denen sie sich dann gegen ihre Mitmenschen emanzipiert, auflehnt und so weiter, ich weiß halt nicht, wo die adäquat sind und wo die einer wirklich die rein filmische Lady Di sind. Generell ist dieser Film ein Albtraum. Das Schloss, in dem es spielt, wirkt unangenehm. Die gesamte Umgebung hat was düster, Märchenhaftes an sich. Und insgesamt ist dies kein Unterhaltungsfilm, keine Biografie, sondern fast ein Psychotrip in die Abgründe einer gefangenen Frau, von der man leider weiß, wie es historisch mit ihr weitergegangen ist. Hier kriegt man einen Eindruck von dem, wie es wohl gewesen sein mag, wo sie durchgegangen ist und wo sie sich freikämpfen musste. Und
ich habe diesen Weg zwar in Anführungsstrichen unfreiwillig gemacht, wenn mir der Film einfach in der Sneak präsentiert wurde, kann aber hinterher sagen, gut so, denn ich habe definitiv ein sehr intensives Werk gesehen und ein sehr spannendes Werk und von der Darstellerleistung her, Timothée Spall hätte für mich auch einen Oscar verdient. Also einer der überraschend großartigsten Filme, die ich jetzt noch zum Ende dieses Jahres gesehen habe und deswegen begeisterte 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Kennt ihr Lady Di? Kennt ihr die Geschichte? Habt ihr Interesse an einem Film darüber? Und wie traut ihr Kirsten Stewart eine solche Darstellung zu? Erzählt mir das doch mal in den Kommentaren unter diesem Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao.